Dann so am Rand und dann hast du auf den Knopf gedrückt, dann hat es mich irgendwie runtergenommen. Jetzt schon hart Assi von dir, ey. Das passiert. Tut mir leid. Okay, verstehe. Nein. Was ich richtig geil finde, dass die COD-Entwickler jetzt jeweils 3 Jahre Zeit haben, um ein Spiel zu entwickeln. Weil jetzt noch ein Ding dazu kommen ist, ein Entwickler. Erden, Moden, Manden. Ich weiß es nicht, vor 2, 3 Wochen war das, glaube ich. Haben sie es gezeigt oder haben sie es gesagt, dass die Entwickler wohl jetzt eben dass es eben jetzt 3 Entwickler gibt. Deshalb dann eben 3 Jahre jeweils Zeit haben für ein neues COD. Und Ah, ich hoffe. so. Okay. Ja, Weiß ich, wie und du ich hoffe. meinst. Ah, okay, ja, gut. Ich hoffe, die machen da was Gescheites dann draus. Ich? Mal ordentlich an der Grafik vielleicht ein bisschen feilen. Das wäre mir recht. Sonst passt eigentlich alles. Das ist eigentlich nur die Grafik. Ja, ist jetzt auch nicht gerade schlecht. Ja, das eigentlich nicht. Alter. Aber sie könnten natürlich ein bisschen besser sein. Du Grafikhure, Aber nett. doch. Okay, ein bisschen. Bisschen, ja klar. Nee, ich denke, es ist halt auch immer so eine Sache mit der Grafik. Ich meine, gerade so ein Spiel wie COD kannst du halt, denke ich, nicht irgendwie so eine Crysis 3-Grafik draufklatschen, weil es einfach von der Performance her auf den meisten Rechnern gar nicht läuft dann. Ja, klar, das schon. Auf ja. Das Ich stimmt auch wieder. Das läuft dann bei den meisten Spielern dann einfach gar nicht flüssig. richtig. Was soll ich noch sagen? Ja, das sieht man auch. MMOs zum Beispiel, wenn du dir jetzt WoW anschaust, du hast eigentlich nie Probleme irgendwie mit Performance gehabt. Außer jetzt vielleicht. Ja, bei Zentralbose im 25er bei diesem Weltding da davor. Wenn Ja. man alle auf einmal gepult hat, dann ist halt die Framerate einfach nur eingebrochen. Oh ja. Ansonsten, wenn du dir mal Ion oder so anschaust dagegen, im richtigen PvP-Battle, wo dann halt, was weiß ich, wie viele gegeneinander antreten. Da hast du dann die übelsten Nice. Performance-Einbrüche. Okay. Ich Das ist weiß auch halt, bei denke ich, Okay. was dann so ein Spiel einfach von WoW zum Beispiel unterscheidet, was halt Blizzard da besser gemacht hat. Doch Ja, dass sie auf jeden dann Fall. eben nicht so riesige Schlachtfelder gemacht haben, sondern sich eben auf 10er oder das Größte sind ja hier 40 gegen 40. Auf Altaraktal heißt es, glaube ich. Ja, kann sein. Das reicht auch vollkommen. Ja, auf jeden Fall. Man muss ja nicht gegen 100 andere Gegner kämpfen. Irgendwo muss man halt auch, jetzt gerade im PvP dann zum Beispiel, hier waren so kleinere BGs, die waren mir einfach lieber, weil du eben auch noch eine Übersicht hattest da drauf. Ja, klar, dann ja. Meine, so 10, 15 Leute, ja okay,
Da kannst du noch relativ gut unterscheiden, was hier Freund und was Feind ist. So Ja, auf jeden Fall. 45er Schlachtfeld, wenn die dann da mal alle zusammenstehen, ja dann. Oh ja, da habe ich keine Ahnung mehr. Also bei einem Kollegen, der ist auch schon ein Weilchen her, glaube ich. Ja, schon ewig her. Der hat so einen übel schlechten PC gehabt. Ich glaube, dem ist seine Grafikkarte oder so durchgebrannt bei Black Ops 2. Nee, nee, bei Black Ops 1 war das noch. Oh. Und dann hat er auf einer Zockernacht WoW gezockt, oh, haben wir WoW gezockt, und hat er gesagt, Alter, guck mal, erst hat er bei einem Raid ein Bild pro Sekunde. Alter, das war so geil. Da hockt er vor, Arme verschränkt und zählt zu 1. 1, du siehst jedes Mal bloß, wie das nächste Bild kommt. Ja, das war Richtig geil. eben. Das war sich. Alter, wirklich. Ja. Das, was ich gemeint habe hier mit Zentragoza im 25er mit Weltling da. Okay. Genau Ja. das, du. Also ich hatte früher auch nicht so einen, wenn es mal Mittelklasse-Rechner. Also High-End könnte man eigentlich schon fast sagen. Ja, obere Mittelklasse würde ich sagen. Ja, obere Mittelklasse-Rechner, sowas hatte ich ja damals nicht. Ich hatte einfach so einen 0815-Rechner beim Mediamarkt. Ja, bei mir genau das gleiche. Für 400 Euro oder was? Nee, 5, ich habe den letzten PC, aber meine Mutter, ja, ich hatte früher gar keinen eigenen PC. Deswegen, da, glaube ich, meine Mutter hat vor 4 Jahren, nach 8 Jahren, glaube ich, mal einen neuen PC gekauft. Weil es dann irgendwann, weil ich habe dann eben angefangen, halt zu zocken und so, und da hat sie irgendwann eben gemerkt, Nice, da, sie braucht bin ihn. durch. Nice. Nice von Billy. Ja. Und ich war halt mit 512 MB Arbeitsspeicher, ja. Kann ich ja nicht mehr viel anfangen, ne? Ja, das stimmt allerdings. Und ich meine, er hat Nice. selbst mit ihm 2 geruckelt. Alter Schwede. Ja, Metin 2, das. Ich muss sagen, ich habe es früher auch gesuchtet. Bisschen. Aber ich habe es eigentlich gern gespielt. Also. Ja, muss Nein. ich auch sagen, das habe ich auch. Jedes Event irgendwie haben wir Zockernacht gemacht, das. Ja, das. Und eben die größte Ausbeute, größtmögliche Ausbeute hat. Ja. Irgendwie, ja, war schon geil. Ich finde halt, wenn man jetzt kein Geld da rein investiert, dann hat man auch nicht wirklich was zu verlieren in dem Spiel. Weil Ja, nee, nicht wirklich. je höher man kommt, umso schwerer wird es natürlich zu leveln, aber es ist natürlich möglich. Ja. Weil wir müssen ja so gestaltet sein, dass man auch ohne Geld noch was erreichen kann, ein bisschen. So sieht's aus, sonst dürfen sie es nicht mehr als Pay to Win vermarkten. Richtig. Nein, natürlich, bei Metin 2 zum Beispiel, wenn du zahlst, dann hast du es natürlich um einiges leichter. Oh ja. Aber man kann wirklich auch ohne Geld da weiterkommen. Ja. Das fände ich ein bisschen schade, wenn WoW jetzt oder allgemein solche, ja, wenn WoW jetzt, ich nehme jetzt als Beispiel mal WoW Free to Play wird, weil dann gibt es eben den Item Shop und dann zahlst du vielleicht nicht mehr monatlich, aber du zahlst dann eben, was weiß ich, du willst jetzt schneller Level up werden, dann kaufst du halt mal doppelt die XP. Keine Richtig. Ahnung, oder hol ich dir eine 10 € PSC oder eine 20 € PSC, keine Ahnung, dann bist du eigentlich schon. Oder hast schon wieder eigentlich diesen Monat bezahlt, wo du eigentlich dann eben. Ja. Ohne dieses Free-to-Play. Auch gezahlt hattest, von dem her. Ja, richtig. Deswegen, ich sehe es nicht wirklich auch bei solchen.